Jibio, meine Freunde, willkommen zurück in Zwillingsklings Lager. Im letzten Part haben wir uns erfolgreich nach einigen Schwierigkeiten durch die Klippe geschlichen und sind jetzt hier angekommen. Jetzt müssen wir uns so ein bisschen den Weg hier freiräumen. Ein Knusperhühnchen, das ist aber ein Küken. Na, ja, also guck mal. Wir müssen uns jetzt die Kluft besorgen anscheinend. Zack. Na Freunde, was geht? So, ein paar Herrschaften weniger. Ah, guck dir mal den an. Da will er uns von da oben abschießen. So geht das. Und da macht man so. Was haben wir hier? Räuberstiefel. Ah, also da haben wir schon mal ein Teil. Oh, warte. Ah, nee, noch nicht. Ah, ich sehe schon, wo die sind. Richtig. Hier. Und? Na, hat's weh getan? Tat's weh? So, jetzt holen wir uns mal das nächste Teil der Räuberkluft. Ein Räuberhemd. So, hier haben wir noch ein paar Tränke. Bam! Bam! Irgendwas ist im Busch. Ja. Yep. Ich räume mal hier ein bisschen bei euch auf, Leute. Falsch. So. Pam. So. So. Na, lässt du das wohl? Lässt du das wohl? Hallo. Ja. Ich finde es wichtiger, auch erst die Feste anzuversieren als Gegner. Wie die Pfeile da abprallen, so blups. Dann bleib von mir aus erstmal da oben. Ich komme gleich zu dir, wenn ich an die Fässer rankomme. Was irgendwie gerade. Alter! Ich wollte gerade sagen: Hallo! Ein bisschen Geld. So, dann nehmen wir uns noch die Truhe hier mit. Da haben wir die Räuberhose. 3 von 5. So. So. Badaboom! Schluss mit dem Spielchen.
Jetzt wird hier rumgehackt. So. Ich habe zwar keine Ahnung, was der da gerade macht. Oh, guck mal, ist das ein Bug? Ich kann mich jetzt hier gerade... Ah, nee, doch nicht. Okay. Ich war gerade so ein bisschen verwundert gewesen. So. Ein bisschen Heilung. Einen Schatz. Wahrscheinlich mit dem nächsten Räuberteil. Yep, ein Räuberhandkopf. Und jetzt brauchen wir nur das letzte. So. Typ erledigt. So, jetzt haben wir euch hier auch noch. Hey, Freunde! Ich kann da nicht hinsehen. So, Feierabend. So. Was haben wir hier in der Truhe? Ist das das letzte Stück? Ja, wir sind fertig. Können wir das jetzt anpacken? Also alles anziehen? Moment. Rüstung. So, Moment. Der will wieder nicht. Räuberhalstuch. Komischer, das ist eigentlich ein Räuber. So. Räuberhemd. Räuberhose. Und Räuberstiefel. Yeah! So, ein bisschen Dings gegessen hier. Ein Kuchen. Tofu. Ich habe Tofu erhalten. Sehr schön. Wäre ich jetzt in Life, würde ich sagen, yay! Das ist nur Schluss hier. So, noch jemand hier? Ja, meine ich auch. Aua! So, dann wollen wir auch noch die Truhe öffnen. Was haben wir denn hier drin, ne? Eine Wiederlebensfolie. Was möchte das Tor hier von uns? Hey! Was? Oh, seid ihr doch keiner von denen? Oder? Nein. Einer war ein edler Ritter. Dann war da ein böser Magier. Der letzte war ein Schurke. Wo ist der? Der edle Ritter haben wir leider nicht. Ich glaube, er will dann wohl eine wunderschöne Rüstung haben. So, Zwillingsklingenlager. Zwillingsklingenlager. Mit Feuerschwert werdet ihr nicht viel Fische fangen. Ja. Jo, was geht? Hallöchen, hübsche Räuber. Danke. Das hier ist Zwillingsklingenlager. War mir klar. Wenn ihr drin seid, dann für immer. Also. Ihr könnt euch umziehen, wenn ihr drin seid. Okay. Da kommt noch einer, Joe. Mach das Tor auf. Jo, Joe, mach das Tor auf. So, hier kann ich mich jetzt umziehen. Hey. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Rekrutiert Zwillingskling wieder. Möglich. Jetzt können wir uns wieder umziehen. Das ist supi-dupi. So, dann... Erstmal das Ding hier aus. Dann glätzende Leder. Fechthandschuhe. Lederfecht, das Lederbrust. Dann Husky-Untergewand. Ah, der sieht aber komisch aus. Sieht aus wie ein Rock. So. Ja, kann sein.
So, was haben wir denn hier? Hey Leute! Wenn ihr jemanden mit Zähnen sucht, aha. Lasset die Brutalitäten beginnen. Dieses Leben gebe ich niemals auf. Lieber falle ich tot um. Oh, hallo auch. Oh, wir sind Händler? Was macht ihr denn hier? Ah, dunkler Kettenpanzerhelm. Dunkles Bruststück. Oh, die sehen schick aus, aber alle zu teuer. Okay, hier können wir noch ein bisschen Waffen kaufen. Ich denke mal, das meiste wird auch wieder zu teuer sein. Stimmt, wir können mal nach dem Boden gucken, aber... Wow. Aber Ebenholz, langen Bogen. Oh, guck mal, das ist wesentlich mehr. Guck mal, wenn wir mal kurz verkaufen. Bum, bum, können wir nicht. Das Obsidian Max. Die tragen wir ja gerade, die Obsidian Großaxt. So. Und jetzt müssten wir uns doch Dings kaufen können. Warte. So. Und die rüsten wir jetzt natürlich auch mal aus. Pfeil und Bogen. Da ist sie. Wie kann ich Habt ihr was gesehen? Was darf ich für euch tun? Lasst jucken! Lasst jucken! Naja, ich glaube, wir lassen die wohl erstmal. Was ist du? Macht alle platt! Ich hörte, ihr möchtet eventuell einen Lagerpass kaufen. Ich kann euch einen beschaffen. Ausgezeichnete Waffe. Ein Lager, Räuberlagerpass, okay. Brauchen wir wohl, um dann da reinzugehen, ne? Ne, ich spiel nicht mehr. Das erinnert mich an meine Kindheit. Killerspiele. Oh Held! Vom richtigen Schlag, das sieht man sofort. Oh Held! Oh Held! Die wissen alle, wer wir sind und... Ich sag nichts. Ich sag einfach nichts. Die wissen eigentlich alle, wer wir sind, aber... Lassen uns hier trotzdem durch, das ist... Cool. Da haben wir einen Willzeit, einen Willenskraft. Und dann haben wir noch. Lasst jucken. So, was haben wir hier? 500 Gold. Aha. Kommt ihr mit uns auch rein? Ja, ja, mach ich. Na dann mal los. Muss einen Pass haben. Ist wohl ein gültiger Pass. Dann mal rein, lasst ihn durch. Dankeschön. Dann wollen wir mal sehen, was auf uns wartet. Oh. So, hi. Deswegen klingt es Elite-Lager. Was seid ihr denn? Sprecht mit Roderick. Er erledigt die Öffentlichkeit. Mir fiel auf, dass ihr die Tore zu Zwillingsklings Quartier betrachtet. Vielleicht könnten wir die Reservewächter irgendwie rauslocken. Natürlich erfordert so ein... Aha, und wie viel? 2000? Das sind 2000 echte Goldstücke. Ah, okay. Wenn man den Tod einmal gekostet hat, wird man süchtig danach. Lasst jucken. Haltet ihn auf! Was ist los? Showtime! Bah! Bin da! So im Schlaf heimlich. Aua!
So, aufladen und pam! Töten, töten, töten! Alter, die machen ganz schön Schaden. Das erinnert mich an meine Kindheit. Killerspiele. Das ist nämlich eure Kindheit, Killerspiele. Soll das irgendeine Anmerkung sein? Attentäterhose. Ah, kriegen wir hier etwa auch Dings? Da kommt was! Wo? Attentäterhose, was sagt die denn? Moment. Ist die stärker als unsere, oder? Ja, meine Nase hat gejuckt. So, ist schwächer als unsere. Hat Aggressivität mehr und dann... Schatten verschmelzen. Damit werden wir also besser uns... Das war gar nichts. Damit werden wir also in der Lage... Die Damen auf, kommt ihr um Zwillingsklingsprogramm? Sind sie nicht wunderbar? Was? Hilfe, lasst uns hier raus. Wir brauchen einen Schlüssel für die Käfigtür. Moment. Der Wächter hat den Schlüssel. Macht alle Platz. Holt ihn. Ha! Pam! Zeig nur den Weg! Bitte! So, hier. Ihr seid frei. Recht herzlichen Dank. Bitte. Ich dachte schon, wir würden sterben. Aber jetzt schnell hier weg, bevor die Wächter das spitz kriegen. Ja, dann hopp! Weg mit euch! Zwillingsklings Geiseln sind frei. Schnappt sie, bevor sie entkommen. Na, hoffentlich schaffen sie es raus. So. Ich würde mal sagen, dann machen wir... Dieses Leben gebe ich niemals auf. Lieber falle ich tot um. Das Tor ist offen. Ihr könnt jetzt in Zwillingsklings Gebiet... Was sitzt du? Er könnte ein guter Räuber werden. Oh, Held! Geht durch das Tor in Zwillingsklings. Ja, gleich. Erstmal will ich hier alles mitnehmen. So, hier. Eine Truhe. Mit einer Wiederbelebungsfolie. Jetzt haben wir schon 7 Stück, ey. Nö, hab nichts gesehen. Geht durch in Zwillingsklingsgebiet. Ach ja, der Typ zieht uns ja immer mehr Geld hier ab, ne? Für seine Dienste. Ah. Voll auf Trab! Voll auf Trab! Na, dann komm mal mit hier, ich könnte dich nämlich gleich gebrauchen wahrscheinlich. Wer weiß, was uns da gleich auf uns wartet. Zwillingsklingst. Ich hab auf euch gewartet. Ich wusste es. Sekunde, Jungs! Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Aha. Jo. Monster. Ich sagte, ein Gildepüppchen würde kommen und da seid ihr schon. Meine Klingen brennen darauf, euch zu treffen. Hm. Sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Ihr seht nicht nach einem ordentlichen Happen aus. Zieht eure Klinge, Gildepüppchen. Lasst sehen, was in euch steckt. Hm. Ich muss gucken, wie sich nochmal Dings hier. Ich schlitz euch auf, Püppchen. Nein, machst du nicht. Ah.
Wow. Ah. Nein. Richtig schön mit Berserkerkraft. Mist! Ich komme hier nicht mehr raus. Alter! Alter! Schluss hier! Alter! Wow! Na komm. Weiter geht's. Ha. Seine Hände sind im Boden. Macht es kurz. Das würde ich für euch auch tun. Aha. Da bist du ja. Was ist los? Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Was? Theresa? Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwale brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Ihre Antwort war nur ein böser Blick, und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresa im Wald zurück. Dort kroch sie 3 Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Zwillingskling und seine Leute. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmagd. Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft. Und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte. Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange. Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Sie kannte weder Gnade noch Gefühl. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. Okay. Ich habe so viel gesehen. So viel Tod. So viel Sterben. Ich habe dich gesehen, kleiner Bruder. In einem Ring aus Sand und Blut. Eine Arena voller Geheimnisse. Und ich habe gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst. Zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen, wie wir alle. Aber bevor ich gehe, Bruder, habe ich ein Geschenk für dich. Für all die verpassten Geburtstage. Eine Gabe, die in unserer Familie liegt. Er wird dich finden, wenn du schläfst und wenn das Tageslicht verblasst. Worauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss oder zieht Leine. Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Ich sehe sie. Töten wir ihn oder nicht? So will ich nicht. Ich sehe schon Gespenst. Nein, wenn es denn so sein soll. Das war aus Versehen. Das war aus Versehen, ich wollte ihn nicht angreifen. Bleib nur den Weg.
Im Anmarsch! Ich wollte ihn eigentlich nicht töten, aber na gut. Braucht ihn nicht mehr. So. Eieiei. Aber anscheinend haben wir gute Punkte dafür bekommen, dass wir sie getötet haben. Ich habe aus Versehen den. Aber ich wusste nicht, dass er zum Angriff zählt, wenn wir da jetzt zum Berserker werden. Scheuert. Na egal. Öffnen wir die Truhe mal. 250 Gold. Das ist noch eine Truhe. Noch eine Truhe. Schätze im Überfluss. Wiederbelebensfolie und. Gold. Gut. So, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Wir haben Theresa getroffen wieder. Also wir haben unsere Schwester wieder getroffen. Achso, das ist ein unzerstörbares Fass. Hier haben wir komplett aufgeräumt. Das ist noch eine Truhe. Noch eine Truhe. Hallo. Mit einem Diamanten. Da können wir wieder Frauen bezirzen vor ihrem Ehemann. So, wird uns das ganze Lager jetzt eigentlich angreifen? Ich schätze mal schon, ne? Wir haben immer ein Zwillingskling jetzt getötet. So, Zwillingskling-Lager. Sehr schön. Die Blutlinie, Teil 1. Na Leute, was geht? Das war ein sehr eindrucksvoller Sieg, oh Held. Aber Mace hat Neuigkeiten für euch in der Gegend. Ihr sollt sofort dorthin gehen. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Sucht in der Gilde nach weiteren Questen. Ihr kriegt dafür keine Dingspunkte, ne? Sehe ich gerade. Ja, dann bringt es mir ja nichts. Dann töte ich sie nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen vielleicht so ein paar Punktchen, wisst ihr? Gute Punkte. So, Leute. Ich würde aber mal sagen. Ne, die greifen uns nicht an. Ich würde mal sagen, wir beenden mal den Part für heute. Wenn euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da und auch einen Kaul beim roten Button. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder weiter, wenn es wieder heißt Fable Anniversary. Bis dann. Ciao.